Ob du reisen sollst, so fragst du. Reisen in der Mark? Wer in der Mark reisen will, der muss zunächst Liebe zu Land und Leuten mitbringen. Mindestens keine Voreingenommenheit. Er muss den Willen haben, das Gute gut zu finden. Der Reisende in der Mark muss sich ferner mit einer feineren Art von Natur- und Landschaftssinn ausgerüstet fühlen. Es gibt gröbliche Augen, die gleich einen Gletscher oder Meeressturm verlangen, um befriedigt zu sein. Diese mögen zu Hause bleiben. Es ist mit der märkischen Natur wie mit manchen Frauen. Auch die hässlichste, sagt das Sprichwort, hat immer noch 7 Schönheiten. Ganz so ist es mit dem Lande zwischen Oder und Elbe. Wenige Punkte sind so arm, dass sie nicht auch ihre 7 Schönheiten hätten. Man muss sie nur zu finden verstehen. Wer das Auge dafür hat, der wag es und reise. Es wird einem selten das Schlimmste zugemutet, aber es kommt doch vor. Und keine Lokalkenntnis, keine Reiseerfahrung reichen aus, dich im Voraus wissen zu lassen, wo es vorkommen wird und wo nicht. Zustände von Armut und Verwahrlosung schieben sich in die Zustände modernen Kulturlebens ein. Regeln sind nicht zu geben, Sicherheitsmaßregeln nicht zu treffen. Wo es gut sein könnte, da triffst du es vielleicht schlecht. Und wo du das Kümmerliche erwartest, überraschen dich Luxus und Behaglichkeit. In vielen Ländern kann man billig reisen, wenn man anspruchslos ist. In der Mark kannst du es nicht, wenn du nicht das Glück hast, zu den Dauerläufern zu gehören. Ist dies nicht der Fall, ist dir der Wagen ein unabweisliches Wanderungsbedürfnis, so gib es auf, für ein billiges deine Tour machen zu wollen. Fuhrwerk aber ist teuer. Man merkt dir an, dass du fort willst oder wohl gar fort musst. Und die märkische Art ist nicht so alles kaufmännischen bar und bloß, dass sie daraus nicht Vorteil ziehen sollte. Nimmst du Anstoß an solchen Preisen und Ärgernissen, bleibe zu Hause. Hast du aber, wie die Engländer sagen, deine Seele fertig gemacht und bist du zu dem Resultat gekommen, ich kann es wagen, nun denn, so wag es. Das Beste aber, dem du begegnen wirst, werden die Menschen sein. Vorausgesetzt, dass du dich darauf verstehst, das rechte Wort für den gemeinen Mann zu finden. Du wirst, wenn du heimkommst, nichts auswendig Gelerntes gehört haben, wie auf den großen Touren, wo alles seine Taxe hat. Der Mensch selber aber wird sich vor dir erschlossen haben. Unser Weg führt uns heute nach Karve. Es liegt am Ostufer des Ruppiner Sees und ein Wustrauer Fischer fährt uns hinüber. Ein besonderer Schmuck des Sees ist sein dichter Schilfgürtel, der namentlich in Front des Karver Parkes wie ein Wasserwald sich hinzieht und wohl eine Breite von 100 Fuß und darüber haben mag. Karve gehört den Knesebecks in der 4. Generation. Der Urgroßvater Karl Christoph Johann trat früh in preußische Kriegsdienste. Er war ein großer, starker und stattlicher Mann, aber arm. So erfolgte denn eine Kabinettsorder, worin die reiche Witwe des Generaladjutanten von Köppen angewiesen wurde, den Oberstleutnant von dem Knesebeck zu ehelichen. Im Kopfe des Königs mochte die Vorstellung lebendig werden, dass die reiche Witwe alles und die Gnade seiner Majestät nur sehr wenig getan habe. So versprach er dem jungen Paare, das Wohnhaus in Karve einrichten zu wollen. Und wirklich, bald stand das Haus da und die zugesagte Möblierung erfolgte mit einer Munifizienz, die bei dem gewöhnlich sparsamen König überraschen musste. Sie doch auch, Herr Pastor. Oh ja, danke. Wir kennen Sie doch schon, Herr Pastor. Danke, Josef. Du solltest eigentlich nicht.
Herr Pastor, wir freuen uns, dass Sie unser Gast sind. Zum Wohle. Vielen Dank, Herr Oberstleutnant. Gnädige Frau. Es hat einige Zeit gedauert, bis wir Sie endlich einladen konnten. Und dann noch bei dem heutigen Sauwetter. Karl Christoph. So würde ich es auch bezeichnen, gnädige Frau. Siehst du. Also, aber das Einrichten hier hat doch seine Zeit in Anspruch genommen. Ich bitte Sie, gnädige Frau. Kawe ist auch nicht an einem Tag erbaut worden und ich hatte Gelegenheit, meine Neugier zu zügeln. Wunderbare Möbel haben Sie und herrliche Bilder. Sicher aus der Familie. Sie wissen nicht, dass wir das alles der Gnade seiner Majestät verdanken? Auch in Kawe wird geklatscht. Über mich haben Sie auch schon geredet, im Lauf. Aber mir hat der König noch nichts geschenkt. Als großzügig ist seine Majestät ja nicht gerade verschrien. Mehr können wir uns auf die königliche Gunst einbilden. Männern, zu denen der König aufblicken muss, ist er besonders geworden. Nun lass doch endlich, Karl Christoph. Josef, es kann serviert werden. Ja, nee, Frau, ich wollte sowieso fragen... Und Karl Christophs Gardemaß haben wir sicher auch unsere Ehe zu verdanken. Bei Ihnen, Herr Pastor, heißt es immer... was Gott zusammengefügt hat. Bei uns war es nachweislich der König. Dann hat er im Auftrag des Herrn gehandelt. Es war ein Befehl, dem ich inzwischen sehr gerne gehorche. Na also, das mit der Reihenfolge von Verehelichung und Verliebtheit ist dann unwichtig. Zum Wohle. Ja, Herr Pastor, nun sollen Sie also wissen, was es heute zu essen gibt. Oh ja, bitte. Nun also. Oh. Heute? Wo es Katzen und Hunde regnet, das wollen wir doch nicht. Wir erwarten jedenfalls keinen Besuch mehr. Das wollen wir auch nicht hoffen. Pardon, draußen ist ein Herr aus Berlin. Aus Berlin? Heute? Jetzt? Jawohl, Herr Oberstleutnant. Er will euch sprechen. Soll er reinkommen? Der Herr Oberstleutnant lässt bitten. Herr Oberstleutnant. Guten Abend. Guten Abend. Wer seid ihr? Hühnerbein, Archivar in der königlichen Hofverwaltung. Ich komme im königlichen Auftrag. Im königlichen Auftrag? Jawohl, ich soll das Möblement abholen, verladen und zurück nach Berlin bringen. Was sagt ihr da? Es handelt sich um die gesamte Einrichtung des Knesebeck'schen Hauses, soweit sie von seiner Majestät Friedrich Wilhelm I. stammt. Ihr scherzt. Das ist nicht wahr. Da soll doch der Teufel kommen. Wir sollen alles wieder zurückgeben, was wir vom König empfangen haben. So lautet die königliche Ordre. Karl Christoph. Frau. Das muss ein Irrtum sein, ein Missverständnis. Oder... sind wir beim König in Ungnade gefallen? In keiner Weise, gnädige Frau. Seine Majestät äußerten sich gerade heute Morgen sehr wohlwollend und anerkennend über den Herrn Oberstleutnant. Und dann? Also? Die Ordre seiner Majestät lautet, dass der von dem Knesebeck au Fond reich genug sei, um sich nunmehro auch ohne die geschenkten königlichen Möbel behelfen zu können. Wie? Einer der, wenn ich mal so sagen darf, bekannten ökonomischen Erwägungen seiner Majestät zum Wohle der königlichen Haushaltsbilanz. Und wann soll dieser Befehl ausgeführt werden? Unverzüglich, Herr Pastor. Das ist unmöglich! Wir wollen gerade essen. Unmöglich! Jetzt! Und bei diesem Wetter! Wir sind darauf nicht vorbereitet. Kommt morgen wieder. Oder vielleicht nächste Woche? Dann könnt ihr alles mitnehmen! Bedauere, Herr Oberstleutnant. Der König ist ein strenger, aber gerechter Herr. Er liebt es, wenn seine Befehle unverzüglich und korrekt ausgeführt werden. Und hagelte es Eisblöcke. Aber die Möbel werden durch das Regenwasser beschädigt. Und erst die Bilder. Wir sind mit dem Planwagen gekommen, gnädige Frau. Wir haben Stroh und Heubündel für die zerbrechlichen Gegenstände mitgebracht. Wir sind also aufs Trefflichste gerüstet, gnädige Frau. Gute Mahlzeit. Waltet eures Amtes.
Hoppe, Meier, reinkommen. Guten Abend, der Oberstleutnant. Wenn ich mal bitten durfte. Was, dann das Geschirr auch? Ist es majestätens oder nicht? War hier noch was? Nee. Dann mach ich zu und komm zu euch auf den Hof. Meistens ist ja schon aufgeladen. Dann ist er gut. Fühlt sich wie ausgeliefert. Es ist ein würdiges. Von Riechfläschchen wird mir immer noch schlecht, Karl Christoph. Ich fall dir nicht in Ohnmacht. Herr Pastor, fluchen Sie nicht andauernd in Gegenwart einer Dame. Ist doch wahr, man fühlt sich wie unter die Räuber gefallen. Es handelt sich immerhin um eine Königin. Herr Oberstleutnant, wir sind fertig. Das sehe ich. Die Herrschaften scheinen indigniert. Begreiflich, verständlich. Immerhin ein halbes Jahr ist abgewohnt. Und ich kenne keinen Fall, dass seine Majestät jemals Möbel verliehen haben. Ein Möbelstück stellen Sie auf das andere. Tisch auf Kommode und so fort. Was schert's uns? Herr Oberstleutnant, gnädige Frau, Herr Pastor, schönen Abend noch. Und nichts für ungut. Und nun wollen wir endlich essen. Gerda deckt den Tisch. Jawohl, gnädige Frau. Segne, was du uns beschert hast. Amen. Der Planwagen ließ nichts zurück als einen alten Eichentisch, den sehr wahrscheinlich seine Unscheinbarkeit gerettet hatte. An dieses Schilfufer knüpft sich eine Geschichte, die uns am besten in das starke und frische Leben einführt, das hier ein halb Jahrhundert lang zu Hause war. Es war 1785. Der Sohn des alten Zieten auf Wustrau war Kornett im Leibhusarenregiment und der Sohn des alten Knesebeck, Junker im Infanterieregiment von Kalkstein, das damals in Magdeburg stand. Der Zufall wollte, dass beide zu gleicher Zeit auf Besuch nach Haus kamen. Man sah sich oft und machte gemeinschaftliche Partien. Es war im August. See und Himmel blauten. An solchem Tage begegneten sich Junker und Kornett am Ufer, plauderten von der Strenge des Dienstes und der Lust des Krieges und kamen überein, in Ermangelung wirklichen Kampfes zwischen Karve und Wustrau eine Seeschlacht aufzuführen. 61. Alt-Rubiner Korsofahrt beginnt. Zur Erinnerung an die berühmte Seeschlacht von Karve vor 200 Jahren. Wir feiern unser Fest diesmal zusammen für den 35. Jahrestag unserer DDR. Und ich bitte euch jetzt alle gemeinsam. So kam der ersehnte Abend. Glockenschlag 9 liefen beide Flotten aus. Jede 6 Kähne stark. Das Admiralboot vorauf. Vom Ufer her scholl der Jubel einer dicht gedrängten Menschenmenge. Und als ein Potter-Feu seine Leuchtkugeln in die Luft warf, zogen sich verabredetermaßen die Zietenschen nach Wustrau zurück. Aber nur auf kurze Distanz. Ehe sie noch in die Nähe des Hafens gekommen, wandten sie sich wieder. Und 3 große Raketen fast horizontal über das Wasser hinschießend, gingen sie ihrerseits zur Attacke über. Liebe Freunde, es wird bald dunkel. Macht euch fertig zur Feier unserer Seeschlacht. Zum 61. Mal wollen wir heute Nacht die einzige Schlacht der Weltgeschichte feiern, bei der die schlimmsten Verwundungen nasse Klamotten waren. Die Karvischen hielten Stand, aber nicht lange, dann begann ihre Retraite. Die Wustrauschen setzten nach und waren eben auf dem Punkt, die Fliehenden bis in das Schilf hinein zu verfolgen, als ein lautes, staunendes Ah die Verfolgenden stutzen ließ. Die Sieger waren gefangen.
Im Schilf hatte sich eine Flottille versteckt gehalten, die der Junker vom Regimente von Kalkstein als Mietstruppe angeworben und von seinem Taschengelde bezahlt hatte. Es waren Fischerboote von Altfriesack, 24 an der Zahl. In langer Linie kamen sie und legten sich quer. Die Wustrauschen machten gute Miene zum bösen Spiel und sprangen lachend ans Ufer. Nie wurden Gefangene schmeichelhafter begrüßt. Am anderen Tage erhielt der Junker von dem Knesebeck eine Einladung nach Wustrau. Der 86-jährige Zieten, der gemeinhin einen grauleinenen Kittel trug, saß in Uniform auf seinem Lehnstuhl und rief den eintretenden Junker zu sich heran. Komm her, mein Sohn, und küsse mich. Werde so ein braver Mann wie dein Vater. Das ist die Geschichte von der Seeschlacht bei Karve. Sie kann es aufnehmen mit manchem großen Sieg. Wustrauer Zieten waren nicht reich. Sie litten unter den Nachwehen des Dreißigjährigen Krieges. Erst Hans Joachim verstand sich auf Pflug und Wirtschaft fast so gut wie auf Krieg und Säbel. Das Marmordenkmal des Helden reicht an ihn selbst nicht heran. Es entspricht ihm nicht. Da lobe ich mir im Gegensatz dazu das schlichte Grab, unter dem er draußen in unmittelbarer Nähe der Kirche schläft. Die Kirche selbst ist ein Ideal von einer Dorfkirche. Das Innere unterscheidet sich von anderen nur durch die Geflissentlichkeit, womit man das patriotische Element gehegt und gepflegt hat. Wustrau liegt an der Südspitze des Sees und zwischen Dorf und See breitet sich der Park aus, dessen Baumgruppen von dem hochgelegenen Herrenhaus überragt werden. Dieses gleicht auf ein Haar den adligen Wohnhäusern, wie sie während des vorigen Jahrhunderts in märkischen Städten und Dörfern gebaut wurden. Gelb getüncht und ein Wappen als einziges Ornament. So auch das Herrenhaus der Zieten, das freilich eine reizende Lage voraus hat. Vorder- und Hinterfront geben gleich anziehende Bilder. Jene einen Blick auf Dorf und Kirchhof, diese auf den See. 1786 starb Hans Joachim von Zieten, Ahnherr aller Husaren. Wir kommen von Wustrau und befinden uns in dem Park von Karve. Das Ganze vorwiegend eine Schöpfung des 1848 verstorbenen Feldmarschalls von dem Knesebeck. Dieser ausgezeichnete Mann bereiste, wahrscheinlich 1819, Italien und kam nach Rom. Kurz vor seiner Rückreise wurde ihm von einem Teutler ein Christuskopf angeboten, dessen hohe Schönheit auch seinem Laienauge einleuchtete. Er kaufte das Bild für eine ansehnliche Summe. War er nicht wundervoll? Noch nie habe ich so einen schönen, strahlenden, leuchtend klaren Christuskopf gesehen. Mir hat er auch gefallen. Das ist schon ein Wunder für sich, von so hoher Schönheit und von einem unbekannten, einfachen Maler gemalt. Sag mal, glaubst du das wirklich? Selbstverständlich. Der Trödler hat es mir geschworen. Was hältst du von Trödlerschwüren? Wenn ich einen Kunstgegenstand kaufen will, glaube ich ihn. Ein Glück, dass du das Bild nicht gekauft hast. Ja, ja, zum Glück war es zu teuer. Nein, nicht deswegen. Darf ich dir jetzt etwas mitteilen? Das Bild ist von Correggio. Correggio? Müsste ich diesen Signor Correggio kennen? Knesebeck. Antonio Correggio, führender Maler der Renaissance in Oberitalien, 1494 bis 1534. Oh, der Arme. Ist nur 40 Jahre alt geworden. Michelangelo ist erst mit 89 gestorben und ich meine... Ach, das tut doch jetzt nicht zur Sache. In jedem Fall bin ich froh, dass du das Bild nicht gekauft hast.
Wenn es von diesem Correggio ist, wäre es doch seinen Preis wert gewesen. Ja, das schon. Es ist 10-mal so viel wert. Aber du hättest es gar nicht kaufen dürfen. Wieso nicht? Weil es gestohlen ist. Aus einem Kloster. Der Wirt hat es mir vor der Abreise erzählt. Ganz Rom spricht davon. Correggios Christuskopf auf dem Schweißtuch der heiligen Veronika. Nein. Was du nicht sagst, Wilhelm. Eine hohe Belohnung ist ausgeschrieben. Wir wären ins Gefängnis geworfen worden, wenn man uns mit diesem Bild erwischt hätte. Wilhelm, ich muss dir etwas gestehen. Ja? Ich habe diesen Correggio erworben. Nein. Ist das wahr? Ja. Sein Anblick wird mich bis zu meinem Lebensende erfreuen. Ja, und wer schafft ihn dir nach Preußen? Wir. Was willst du damit sagen? Wo ist das Bild? Es reist mit uns. Hier in der Kutsche. Bist du verrückt? Ja, verrückt. Nach diesem Bild. Ich bin nach unserem Spaziergang nochmal zum Trödler gegangen. Allein. Und habe es gekauft. Es war teuer genug. Und es wird noch teurer werden. Weißt du, dass wir bald an die Zollstation kommen? Auf Kunstgegenstände haben die Herren ein scharfes Auge. Zöllner verstehen nichts von Kunst. Ja, dann lassen Sie einen Experten kommen. Den Pfarrer oder den Lehrer. Also hoffen wir, dass wir gut passieren und ungeschoren bleiben. Wie konntest du so etwas tun? Der Maler gefällt mir. Aber es ist unrecht gut. In unserem Wenn Lande mich ein Kunstwerk begeistert, den klammere ich der Preußische aus. Jetzt darf ich zittern, bis wir in der Heimat sind. Nicht doch, Wilhelm. Der Herr wird mit uns sein. Besser gesagt, er ist mit uns. Wo? Wo befindet sich das Bild? Was man besitzt, kann einem niemand wegnehmen. Wie soll ich das verstehen? Ich habe die Magd im Gasthof in Rom gebeten, das Bild einzunähen. Die Hühnerfedern sind nur so geflogen, Wilhelm. Einzunähen? Worin? Ich sitze darauf. Es wäre besser, ich wüsste nichts von alledem. Für den Fall, dass wir Schwierigkeiten bekommen, ist es so die bessere Lösung. Nein. Bring das Bild zurück. In 10 Tagen ist es in Carve. In Ordnung. Und was ist mit Ihrem Freund? No, niente da sdoganare. Assolutamente niente. Bravo, Signore. Bravo. Ein bisschen drückend heute. Sì, molto caldo. Komplimente, Sie sprechen gut Italienisch, Signore. Ich liebe dieses Land. Ich kann mich von ihm und seinen Schätzen gar nicht trennen. Aber Sie sprechen ausgezeichnet Deutsch, Kommendatore. Kein Wunder. Die meisten Reisenden kommen aus Deutschland, Signore. Immer mehr kommen zu uns in die Süden. Ich muss mich doch verständlich machen. Stellen Sie sich vor, manchmal fertigen wir an einem Tag 6 Kutschen ab, die durchkommen. Nein, 6 pro Tag. Sie, und was tun Sie da? Die machen eine Menge Arbeit. Ja. Früher waren Reisende eine Sensation. Heute kommen sie in hellen Scharen. Trotzdem müssen wir gründlich kontrollieren. Und dann machen wir eben ein bisschen langsamer. Los, avanti, avanti. Wie heißt es so schön, wenn Engel reisen, ist das Wetter gut? Ja, dann hat es diesmal besonderen Grund, gut zu sein. Wenn Italiener schwitzen, haben sie ein schlechtes Gewissen, sagt man bei uns, Signore. Köstlich gesagt, Kommendatore. Aber ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Ein was? Sanftes Ruhekissen. Ja, natürlich. Ja. Signora, le permette il mio dovere. Erst letzte Woche habe ich eine Kutsche völlig auseinandernehmen lassen, aber sie buchstäblich zerlegt. Andiamo via. Und wissen Sie, was ich gefunden habe? Nun? Einen goldenen Messebecher aus Santa Maria Maggiore. Ah, was für ein abscheulicher Frevel.
Der Dieb wurde inhaftiert und ins Gefängnis gesperrt. Empfehlenswert sind die gerade nicht. Längerer Aufenthalt ist alles andere als ein Vergnügen. Ja, das kann ich mir denken. Cosa? Das kann ich mir denken. Und vor 14 Tagen, buandare, Signora, also vor 14 Tagen, da hat doch ein Reisender tatsächlich versucht, den heiligen Sebastiano zu stehlen. Einen Heiligen? Kennen Sie heilige Sebastiano? Nicht direkt. War Capitano bei der Garde im alten Roma unter Kaiser Diokletian. Wollte Römer zu Christen bekehren, aber wurde gefangen und von Pfeilen der numidischen Bogenschützen durchbohrt. Oh mein Gott, das ist ja schrecklich. Die Witwe von Märtyrer Castullus hat ihn zu sich genommen und wieder gesund gepflegt. Aha, er wurde gerettet. Wie schön für ihn. Nein, er machte einen Fehler. Tatendurstig ging er zurück zu Diokletian. Das war sehr unvorsichtig von ihm. Allerdings, denn der Kaiser hat ihn zu Tode peitschen lassen. Schrecklich. Von Pfeilen durchbohrt. So sollte man mit allen verfahren, die die Frechheit besitzen, unsere Kirchen auszuplündern. Wollen Sie sich nicht die Beine vertreten? Ich zeige Ihnen den heiligen Sebastiano. Nein, danke. Ich bleibe lieber hier sitzen. Meine Krampfadern machen mir zu schaffen. Ihre Adern? Das kommt davon, wenn man so viele Stunden sitzt, Signore. Ja, besser als Monate. Komme. Schon gut, schon gut. Soll ich Ihnen verraten, warum ich Ihr Gepäck nicht durchsuchen lasse? Nun? Lebenserfahrung. Ja, natürlich. Bei dem Beruf. Ein preußischer Offizier würde nie schmuggeln. Die Preußen sind Ehrenmänner, sage ich mir. Die würden so etwas niemals tun. Ich bewundere Ihre Menschenkenntnis, Kommentatore. Dann können wir unsere Reise fortsetzen? Selbstverständlich. Giovanni! Komm, komm! Via i bagaglio. Prego, Signore. Woher kommen Sie, Signore? Aus Karpel. Ich kenne leider nur Augsburg und Francoforte. Ist bestimmt eine lange und beschwerliche Reise, um wieder in Ihre Heimatstadt zu kommen. Ich reise gern, vor allem in Gesellschaft derer, die mir ans Herz gewachsen sind. Ich hoffe, Bella Italia hat Ihnen gefallen. Ja, ich nehme eine bleibende Erinnerung mit nach Hause. Das freut mich zu hören. Ich wünsche Ihnen eine glückliche Überquerung der Alpen. Vom Steinschlag ist schon manche Kutsche in die Tiefe gerissen worden. Denken Sie an die Schluchten. Viele Gefahren lauern dort, Signori. Da habe ich diesmal überhaupt keine Befürchtungen. Wie bitte? Harry! Harry, ragazzi! Gute Reise! Und haben Sie Verständnis für unsere strengen Kontrollen hier? Ich kann nicht sagen, wie lange das Bild in Carve blieb. Jedenfalls nahm das Haus Knesebeck, das zu Anfang des 18. Jahrhunderts von den Hohenzollern ein halbes Dutzend Familienporträts geschenkt erhalten hatte, Veranlassung, ein Gegengeschenk zu machen und warf, in aller Loyalität sei es gesagt, einen Correggioschen Christuskopf gegen 6 pänische Kurfürsten unzweifelhaft siegreich in die Waage. Knesebeck? Ja? Bitte. Ruppin hat eine schöne Lage. See, Gärten und der sogenannte Wall schließen es ein.
Nach dem großen Feuer, das nur zwei Stückchen am Ost- und Westrande übrig ließ, als wären von einem runden Brote die beiden Kanten übrig geblieben, wurde die Stadt in einer Art Residenzstil wieder aufgebaut. Lange, breite Straßen durchschneiden sie, unterbrochen durch stattliche Plätze, auf deren Areal unsere Vorfahren wieder kleine Städte gebaut haben würden. Für eine reiche Residenz mag solche raumverschwendende Anlage die empfehlenswerteste sein. Für eine Provinzstadt aber ist sie bedenklich. Sie gleicht einem auf Auswuchs gemachten großen Staatsrock, in den der Betreffende, weil er von Natur klein ist, nie hineinwachsen kann. Aber nicht die Öde und Stille der Stadt haben uns zu beschäftigen. Mehr nimmt unsere Aufmerksamkeit die Klosterkirche in Anspruch, die sich an der Ostseite der Stadt erhebt und das einzige Gebäude von Bedeutung ist, das bei dem erwähnten großen Brande verschont blieb. Diese Klosterkirche ist ein alter, in gotischem Stile aufgeführter Backsteinbau aus der Zeit um 1250 und gehörte dem unmittelbar daneben gelegenen Dominikanerkloster zu. Das Innere der Kirche, trotz seiner Inschriften, ist immer noch kahl genug geblieben, um sich der Maus und Ratte zu erfreuen, die der den Deckenanstrich ausführende Maler in gewissenhaftem Anschluss an eine halb legendäre Tradition an das Gewölbe gemalt hat. Das der Thronbesteigung des großen Königs vorhergehende Jahrzehnt pflegt in zwei ungleiche Hälften geteilt zu werden, in die düsteren Tage von Küstrin und in die Lachenden von Rheinsberg. Die Stadt Ruppin hat ein Recht, dagegen zu protestieren und eine Dreiteilung in Vorschlag zu bringen. Zwischen den Tagen von Küstrin und Rheinsberg liegen die Tage von Ruppin. Suchen wir festzustellen, wie der Kronprinz seine Ruppiner Tage zubrachte. Was ihn zumeist in Anspruch nahm, war die Ausbildung seines Regiments und die Verschönerung der Stadt. Dass Ruppin bis zu diesem Augenblick sich seines Walls, eines prächtigen, mit zum Teil sehr alten Bäumen bepflanzten Promenadenweges erfreut, ist des Kronprinzen Verdienst. Das Leben, das er führte, war frei von allen Fesseln der Etikette. Ja, ein Übermut griff Platz, der unseren heutigen Vorstellungen von Anstand und guter Sitte kaum noch entsprechen dürfte. Neben diesem privaten Leben aber existierte noch ein anderes, das soldatische, der Dienst. Der Kronprinz machte sich den Grundsatz zu eigen, ich exerziere, ich habe exerziert und ich werde exerzieren. Aber das Exerzieren allein tat es nicht. Leise, königliche Hoheit, leise. Hätten wir die Hufe umwickeln sollen? Psst, er darf uns auf keinen Fall hören. Er ist sehr scheu. Wo steht er? Drüben im Feld, direkt am Wegrand. Königliche Hoheit werden Augen machen. Wie weit ist es? Keine 100 Schritte. Am besten. Ja, gut. Hier. So, das reicht. Drüben. Leise, dass er uns noch nicht hört. Nein, das gibt's nicht. So ein kapitaler Bursche. Psst, das ist scheues Wild. Das wittert die Jäger geradezu. Herrlich. Ist der schön. Den müssen wir bekommen. Unbedingt. Mein Gott. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich so etwas Schönes noch einmal sehe. So groß kann doch ein einzelner Mensch gar nicht sein. Der muss doch auf einem Hügel stehen oder so. Nein, königliche Hoheit. Versichere Ihnen, der Mann ist so groß. Von Natur. Was für ein Prachtexemplar.
Er muss mehr als 6 Fuß haben. Genau 6 Fuß, 4 Zoll. Ein Riese. Wie im Märchen. Das Glas. Ein Juwel. Das Prachtstück jeder Kompanie. Da täte sogar seine Majestät einen Luftsprung. Pardon. Was ist? Leider hat er einen Schönheitsfehler. Was denn? Hinkt? Nein. Er gehört ins Mecklenburgische. Oh, Mecklenburgische. Wir haben schon aus manchem einen unsrigen gemacht. Aber wie? Da müssten doch ein paar tüchtige Offiziers und Unteroffiziers genügen. Und wir haben ihn. Hm? Die Blicke der Frauen, wenn der durch Neuruppin marschierte. Ja. Großer Mann, denken die Weiber. Alles groß. Ist gar nicht gesagt. Trotzdem. Meine Kompanie? Alles Zwerge dagegen. Also, beschlossene Sache. Aber der Amtmann wird Zeter und Mordio schreien. Den Amtmann kenne ich. Dem wird man schon das Maul stopfen. Komm, Becher. Morgen holen wir ihn uns. Unter allen bedeutenden Männern, die Ruppin hervorgebracht hat, ist Schinkel der bedeutendste. Karl Friedrich Schinkel wurde am 13. März 1781 zu Neuruppin geboren. 25 Jahre war er als Baumeister tätig und in diesem Zeitraum gelang es ihm, Berlin, wie seine Verehrer sagen, in eine Stadt der Schönheit umzugestalten. Jedenfalls aber unserer Residenz den Stempel aufzudrücken, den sie bis zu dieser Stunde trägt. Es sind die Königswache, das Schauspielhaus, das alte Museum samt Lustgarten und Springbrunnen, die Schlossbrücke samt ihren Statuen. In Potsdam führte Schinkel aus die Nikolaikirche, das Kavalierhaus auf der Pfaueninsel, Charlottenhof, Schloss Babelsberg. Dazu verschiedene Villen in der Umgegend von Berlin. Sein ganzes Wesen war so durchaus auf das Geistige gerichtet, dass man von ihm, im Gegensatz zu denen, die nur leben, um zu essen, ohne Übertreibung sagen konnte, er aß nur, um zu leben. Auf dem Friedrich-Werderschen Kirchhof ragt sein Denkmal auf. Und andere Denkmäler werden folgen. Inmitten der hässlichsten Menschen findet man wunderbare Schönheiten. Askese blüht in Zeiten sittlichen Verfalls. Und in Epochen der Unfreiheit und bürgerlichen Verkommenheit sprießen Beispiele höchster Bürgertugend. So glücklich lagen die Dinge bei Michael Protzen nicht. Er war nichts weniger als eine Idealgestalt, am wenigsten nach der Seite der Freiheit hin. Durchaus herrisch von Natur wurzelte das Stück Bürgertum, das er vertrat, nicht in geklärten Anschauungen oder in dem Enthusiasmus eines freifühlenden, nur das Allgemeine im Auge habenden Herzens. Aus meiner frühesten Jugend entsinne ich mich seiner. Er war damals erst ein 40er, hieß aber schon der alte Protzen. Er war ebenso populär, wie er derb war. Und das will viel sagen. Was haben wir? Angeklagter. Angeklagter? Mäßigen Sie sich, Herr Protzen, und achten Sie die Würde des Gerichts. Hier vor dem Richter sind alle gleich. Alle gleich? Ich hab was und der hat nichts? Das spielt hier keine Rolle. Hier stehen sich zwei freie Männer gegenüber. Der und frei? Ein deutscher Bürger muss dreierlei haben. Ein Besitz und ein Recht und ein Freiheitsgefühl. Aber das Freiheitsgefühl, kommt nur aus Besitz und Recht. Das wird jetzt nicht verhandelt. Michael Protzen, Sie sind beklagt
sich an dem Kläger, dem ehrsamen Klempnergesellen Gustav Vogt, mittels einer Ohrfeige vergriffen zu haben. Vergriffen ist gut. Wenn einer eine Maulschelle verdient hat, dann der Bursche da. Mäßigen Sie sich, Herr Protzen! Sie geben die Tat also zu. Zugeben? Was wird zu Protokoll geben, Hosericht? Ja, in meinem Hause obliegt mir allein die Justiz. Ja, dafür stehen Sie auch vor Gericht. Setzen Sie sich. Sie haben sich zu einer unüberlegten Tat hinreißen lassen. Und die Tat war sehr wohl überlegt, Herr Richter. Ruhe im Saal! Das macht die Sache nicht besser für Sie, Herr Protzen. Weshalb haben Sie den Kläger geschlagen? Weil dieser Tollpatsch, den mir der Klempnermeister ins Haus geschickt hat, im Begriff war, meine Küche nicht zu reparieren, sondern zu ruinieren. Nun. Ungelenk wie ein Maulwurf ist der Kerl. Was der verbohren, zerkratzt und zerbrochen hat. Kommen Sie mit! Bitte, bitte! Sehen Sie sich die Küche an! Wenn mir die Gäste fortbleiben, ist das seine Schuld! Dieser Unglückswurm, dieser... Protzen! Was der Kläger beschädigt hat, interessiert uns hier nicht. Sie hätten von seinem Meister Schadenersatz fordern können. Niemals aber durften Sie sich zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen. Die Tätlichkeit hat mir aber bedeutend wohler getan, Herr Richter. Ruhe im Saal! Geh doch mal weg! Psst. Ruhe! Da der Sachverhalt offen zutage liegt, der Beklagte seine Tat nicht ableugnet oder sonst etwas zu seiner Verteidigung zu sagen hat, ist die Beweisaufnahme abgeschlossen. Ich komme zur Verkündung des Urteils. Komm. Der beklagte Gastwirt Michael Protzen wird wegen tätlicher Beleidigung zu einer Geldstrafe von 2 Talern verurteilt. Wie viel, hohes Gericht, habe ich für die Maulschelle zu bezahlen? Ich sagte 2 Taler. Nur? Moment. Protzen, zurück! Was haben Sie getan? In Ordnung. Ich zahle 4 Taler. In der Mitte der Stadt erhebt sich ein kleines, 3 Fenster breites Häuschen, dem ein neu aufgesetztes Stockwerk nur wenig zu gesteigertem Ansehen verhilft. Hier erinnert die Beschränktheit und zu gleicher Zeit die sorgliche Ausnutzung des Raumes an den Geschäftsbetrieb englischer Zeitungslokalitäten. Aber was sind die Londoner Blätter im Vergleich zu jenen, die aus dieser kleinen Ruppiner Offizin hervorgehen? Was ist der Ruhm der Times gegen die zivilisatorische Aufgabe des Ruppiner Bilderbuchs? Lange bevor die erste illustrierte Zeitung um die Welt ging, illustrierte der Kühnsche Bilderbogen die Weltgeschichte. Und was die Hauptsache war, diese Illustration folgte den Ereignissen auf dem Fuße. Unter den durch Ausdehnung hervorragenden Gebäuden der Stadt nimmt das Gymnasium den ersten Rang ein. Es wurde nach dem Brande von 1787 auf einem Platz errichtet, auf dem wenigstens 3 Kölner Dome hätten stehen können. Der Schuleruf hallt durch die ganze Mark. Was in den Tagen meiner eigenen Jugend ihren Ruf begründete, war vorwiegend der Umstand, dass diese Ruppiner Wissensquelle zugleich eine besondere Trostesquelle geworden war. Gott sei Dank, so füge ich in meiner Vorliebe für all diese Anstalten hinzu. Sie sind meines Erachtens ein notwendiger Ausgleich für den andernorts geübten Rigorismus. Denn ich bekämpfe den Satz, dass der Normalabiturient oder der durch 7 Examina gegangene Patentpreuße die Blüte der Menschheit repräsentieren. Die Friedensjahre zwischen 1795 und 1806 scheinen glückliche Jahre gewesen zu sein. Ein neuer Geist fing an, sich unter dem Einflusse französischer Ideen und Siege zu regen. Aber freilich ragte das Alte vielgestaltig in das Neue hinein. Und während die Stichworte der Freiheitsära von Mund zu Mund gingen und Humanität und Toleranz den Inhalt jeder Ressourcenrede bildeten, regierten draußen der Zopf und der Stock unverändert weiter.
Bitte. Knöpf dein Kleid zu. Wer war das? Mein Verlobter. Erzähl der Reihe nach. Ich habe vor kurzem in der Offiziersküche in Europin gedient. Na, da hat es gewiss auch Soldaten gegeben, die ein Auge auf dich geworfen haben. Ja, Herr Pastor. Offiziere auch. Nun weiter. Und noch viele mehr. Einer, Heinrich Fromme heißt er, hat immer wieder meine Gunst geworben. In Ehren? In Ehren. Fast zu sehr in Ehren. Das gibt's nicht. Weiter. Ich habe seine Anträge immer abgelehnt. Eines Tages, als ich den Braten für den Offizierstisch holte, trat er mitten auf der Straße auf mich zu und fragte mich, ob ich ihn heiraten wolle. Und? Ich sagte nein und kriegte im selben Augenblick einen Messerstich in die Brust. Den hier, Pasta. Ja, mein Kind. Ja. Was für ein gottloser Mensch. Nein, Herr Pasta. Einfach ein unbesonnener Mensch. Heftig und aufbrausend und unbeherrscht. Und sehr eifersüchtig. So, so. Na ja. Und was geschah dann weiter? Ich ging weiter, setzte die Bratenschüssel unversehrt auf den Tisch, an dem die Herren Offiziere saßen, und sank dann ohnmächtig zu Boden. Mein armes Kind. Ach, Herr Pastor, dem Soldaten ging es viel schlechter als mir. Er musste durch die Gasse laufen. Eine Sache auf Leben und Tod. Ja, Herr Pastor. Der Profoss hat die härtesten Routen geschnitten, die jemals an die Soldaten verteilt wurden. So. Er hatte selbst ein Auge auf mich geworfen. Ja, und der Soldat? Er überwand die Schläge und kam davon. Gott sei gelobt. Obwohl... Und was wünschest du nun, mein Kind? Ich nehme an, Gott wird ihm vergeben. Ich habe ihm auch vergeben. Wie meinst du das? Na, ich zog nach Potsdam. Der Soldat wurde vor kurzem zufällig auch hierher versetzt. Und wir begegneten uns mitten auf der Straße. Wir erneuten unsere Bekanntschaft und fanden uns nicht übel. Mein Kind. Nun, Herr Pastor, weswegen ich hier bin. Die Sache ist die, dass wir heiraten wollen. Heiraten? Die nämlichen Kerl wird mir den Stich versetzt. Den nämlichen? Das wäre doch mein Abgetan, Herr Pastor. Schon vor der Ehe. Hä? Ja, nun wird er mir bestimmt nicht mehr zustechen. Den willst du? Ich glaube, das wird ein ganz guter Ehe. Die Hauptvorkommnisse des Ruppiner, wie jedes damaligen Garnisonslebens, waren Desertionen. Ruppin erwies sich für Fluchtversuche sehr günstig, da mehrere mecklenburgische Gebietsteile derart eingesprenkelt im Preußischen lagen, dass der Weg bis beispielsweise zur Enklave Netzeband kaum 2 Meilen betrug. In vielen 100, um nicht zu sagen 1000 Herzen, hat sich damals alles Denken und Wünschen um die Frage gedreht: Werde ich Netzeband erreichen oder nicht? Wer ist der? Na? Gemeiner Wallitz, Herr Oberst. Wohin der Mann? Melde dich Hausamt. Nach Netzeband, Herr Oberst. Will mir Tuch kaufen. So, so. Netzeband. Ja, da will ich auch hin. Na komm, setz dich zu mir. Zu Befehl, Herr Oberst. Na? Hopp.
Tuch kaufen, das ist ein Wort. Da gibt ja auch Deserteure. Jawohl. Vorige Woche erst ist ihnen entkommen. Erst vorige Woche? So. Wie hat er uns vor das bewerkstelligt? Melde gehorsamst. Als Schornsteinfeger verkleidet. Rußige Kleidung, schwarze Leiter, zum Besen in der Hand. So ist er glücklich zum Tor raus. Glücklich ist gut, Mann. Und dann? Dann kam ihm zu weiterem Glück ein Netzebander Bauer nachgefahren. Und der fragte, na, Schornsteinfeger, wohin? Drauf der Kamerad. Kamerad? Der Deserteur. Na, Netzeband, da brennt ein Schornstein, den ich löschen soll. Oh, das ist am Ende bei mir. Ja, ja, das kann wohl sein. Und dann lässt der Bauer den vermeintlichen Schornsteinfeger aufsteigen und jagt nach Netzeband, wo der Mann sich natürlich freundlich bedankt. Ein Bubenstück, unglaublicher Halunke. Na, geht meistens schief. Und dann müssen die Kerle durch die Gasse. Wie heißt du? Wallitz, Herr Oberst. Gemeiner Wallitz, Herr Oberst. Und was willst du mal werden? Lehrer und Küster, Herr Oberst. Hm. Und wo? Zu Ruppin, Herr Oberst. Hm. Hast du ein Mädchen? Ich bin verlobt, Herr Oberst. Und wann wird geheiratet? Herr Oberst haben mir den Konsens zum Heiraten verweigert. Ach, kein Wunder. Haben jetzt jeden Mann bitter nötig. Du bist noch jung. Wirst noch ein paar Jährchen warten können. Zu Befehl, Herr Oberst. Da ist der Grenzstein, Herr Oberst. Natürlich ist da der Grenzstein. Wozu erzählst du mir das? Nur sind wir im Mecklenburgischen, Herr Oberst. Was willst du damit sagen? Dass ich nur in Sicherheit bin, Herr Oberst. In Sicherheit? Zu Befehl. Halten zu Gnaden, Herr Oberst. Melde mich hiermit als Deserteur. Ja, wenn Herr Oberst wenden wollen, steige ich vorher aus. Sonst würde ich mir erlauben, bis zum Dorfkrug mitzufahren. Nichts da, nichts da. Wir drehen um und du kommst mit. Verzeihung, Herr Oberst. Aber jetzt bin ich ein freier Mann. Mutti, halt doch mal an. Und Gewaltanwendung? Warte doch mal. Das sehen die Mecklenburger gar nicht gern. Mama, da die Soldaten. Bleib doch mal stehen, warte doch. Malefizkerl, Verbrecher, Satansbraten, du! Du undankbarer Bursche! Du gehorchst mir nicht? Hier nicht mehr, Herr Oberst. Hier nicht mehr. Kerl, du hast mich hereingelegt. Zu Befehl, Herr Oberst. Herr Oberst werden künftig auch ohne meine Wenigkeit auskommen müssen. Nein, das kann ich nicht, Wallitz. Das kann ich nicht. Mir sind schon zu viele abgehauen. Und wenn ich auf Bedingungen eingehe? Bedingungen. Über die ließe sich reden, Herr Oberst. Also, stell deine Bedingungen. Also. Na? Sieh, das will gut überlegt sein. Hey, nur red schon, red schon. Generalpardon, Herr Oberst. Vor allem erstmal Generalpardon für das alle Tier. Genehmigt. Was noch? Den Konsens, unverzüglich zu heiraten. Das ist hart. Aber gut, genehmigt. Bist du zufrieden? Ja. Die Septembersonne tut ihr Bestes. Aber das Laub ist noch dicht genug, ihr den Zutritt zu verwehren. Ein Dämmer liegt auf den Steigen. Und nur nach rechts hin, zwischen den Stämmen hindurch, blitzt und flimmert es. Am Waldessaume träumt die Föhre. Am Himmel weiße Wölkchen nur. Es ist so still, dass ich sie höre. Die tiefe Stille der Natur. Rings Sonnenschein auf Wies und Wegen, die Wipfel stumm, kein Lüftchen wach. Und doch, es klingt, als ström ein Regen leis tönend auf das Blätterdach. Sonntag ist's, und über die Feldwege ziehen geputzte Menschen. Die
Die Kinder verlaufen sich in den Stoppacker, um die letzten Blumen zu pflücken. Und von rechts her, wo ein Gasthaus unter Linden steht, klingen heitere Klänge herüber. Musik. Und siehe da, die Kinder auf dem Acker hören mit Blumenpflücken auf und beginnen sich im Ringelreihen zu drehen. Die Sonne glüht noch einmal auf, Sommerfäden ziehen. Und ein gelbes Platanenblatt fällt leis und langsam vor mich nieder.